Wir laden unsere Batterie. Jetzt sind wir voller Energie. Wir sind die Roboter. Jetzt wollen wir tanzen mit der Nick.
Boing, boom, chuck. Boing, boom, chuck. Boing, boom, chuck. Boing, ping, boom, chuck. Ping, boing, ping, boom, chuck. Ping, boing, ping, boom, chuck. Ping. Boing, ping, boom, chuck. Ping, boing, ping, boom, chuck. Boing, ping, boom, chuck. Boing, ping, boom, chuck, 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 ping, chuck, chuck, boing. Chuck, 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 boing, 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 boom, chuck, 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 chuck. Music non-stop, techno-pop. Music non-stop, techno-pop. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kongressteilnehmerinnen und Teilnehmer, ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen der Haufe Group und gemeinsam mit der Gruppe Nymphenburg zum Neuromarketing-Kongress 2018. Mein Name ist Volker Dabelstein, ich bin Verlagsleiter bei Haufe Publishing und es ist mir eine große Freude, Sie heute in so großer Zahl hier in der BMW-Welt willkommen heißen zu können. In freier Anlehnung an einen Hardrock-Klassiker von AC/DC haben wir den diesjährigen Kongress unter das Motto, unter den Claim Highway to Brain gestellt. Und wir wollen uns mit der Fragestellung beschäftigen, wie innovative Technologien Menschen und Marketing verändern. Big Data, Smart Data, immersive Technologien, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz. Die schöne neue digitale Welt ist für Marketingprofis und Unternehmer sehr verlockend. Sie bietet ein breites Spektrum an Chancen und an Risiken. Und hier setzt der 11. Neuromarketing-Kongress auch an. Wir möchten Orientierung geben, Antworten geben, wenn Sie so wollen, einen Highway ebnen und Ihnen helfen, bei der Vielzahl hochkomplexer, innovativer Technologien Ihren Erfolgskurs beizubehalten. Wie innovative Technologien Menschen und Unternehmen verändern. Das ist eine Fragestellung, mit der sich auch die Haufe Group seit vielen Jahren sehr intensiv und erfolgreich auseinandersetzt. Und es freut uns und ist Anerkennung für uns, dass wir hierfür im vergangenen Jahr auch mit dem Preis Digital Transformer of the Year in der Kategorie Medien und dem Digital Champions Award in der Kategorie Digitale Transformation Mittelstand ausgezeichnet worden sind. Digitale Transformation, das betrifft bei Haufe das gesamte Unternehmen von der Organisation, ihren Prozessen, von den Produkten und dem digitalen Kundenerlebnis bis hin zu Leadership und Unternehmenskultur. Das Haufe Portfolio erstreckt sich dabei von Content in den unterschiedlichsten Angebotsformen über Software bis hin zu Trainings- und Beratungsangeboten. Und natürlich spielt digitale Transformation auch bei Haufe Publishing eine ganz zentrale Rolle. Der Bereich, das Themengebiet Neuromarketing, Neurochange, Neuroleadership ist zentraler Programmfokus im Fachbuchprogramm von Haufe Publishing, das ich Ihnen an dieser Stelle auch ganz besonders ans Herz legen möchte. Und sehen Sie mir diesen kleinen Schlenker ins Eigenmarketing nach. Aber wir finden diesen Themenkomplex Neuromarketing, Neurochange, Neuroleadership bei Haufe Publishing extrem spannend und facettenreich. Und deshalb freuen wir uns auf den heutigen Tag. Wir freuen uns auf die nachfolgenden Referentinnen und Referenten. Und wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen im Plenum, via Social Media und in den Pausenzeiten. Und an dieser Stelle übergebe ich nun auch gern das Wort an Zirk Sören Ott von der Gruppe Nymphenburg. Ich wünsche
Ihnen, ich wünsche uns einen spannenden, einen erkenntnisreichen und gewinnbringenden Tag und viel Spaß und vielen Dank. Ja, verehrte Gäste, liebe Damen, liebe Herren, ich möchte Sie auch im Namen der Gruppe Nymphenburg ganz herzlich zum Neuromarketing-Kongress 2018 begrüßen. Meine Wenigkeit, Sören Ott, Vorstandsmitglied bei der Gruppe Nymphenburg, natürlich auch im Namen meiner beiden Vorstandskollegen Bernd Werner und Felix Muxel, herzlich willkommen hier in der BMW-Welt, wieder bei traumhaftem Wetter. Wir sagen dazu immer Kongresswetter, ja, das passt einfach jedes Jahr, es passt schon mal so ein bisschen, um Gottes Willen, sollten Wolken aufziehen? Nein, die Sonne scheint, wunderbar. Ja, wir möchten uns heute mit Ihnen auf den Highway to Brain begeben. Das ist so ein Thema, ja, wie konnte es dazu kommen? Das ist jetzt mein Brückenschlag. Herr Dabelstein hatte eben schon wunderbar ins Thema eingeführt und ich möchte noch ein paar Takte verlieren zur Gruppe Nymphenburg. Wir sind mittlerweile seit fast 50 Jahren am Markt aktiv. Wir feiern 2021 unser 50-jähriges Jubiläum. Da freuen wir uns schon drauf. Wir haben vor 30 Jahren, 1988, mit Neuromarketing angefangen und auch 1988 bereits die Marke Limbic etabliert. So lange wird damit schon gearbeitet und natürlich auch das Instrument stetig weiterentwickelt. Mittlerweile im 11. Jahr führen wir gemeinsam mit Haufe diesen wunderbaren Kongress durch. Darauf sind wir sehr, sehr stolz. Und ein weiteres Thema, was uns stolz macht, wir sind zum 5. Jahr in Folge von unseren Kunden, von Ihnen und auch von Kollegen aus anderen Beratungsunternehmen unter die Top-Beratungen in Deutschland gewählt worden. Dafür möchten wir herzlichen Dank sagen und ist zugleich natürlich auch ein Ansporn, da weiterzumachen. Denn unsere Passion ist es ja, Sie zu unterstützen, erfolgreicher zu aktivieren, erfolgreicher zu verkaufen. Und das ist gerade heutzutage im Zeitalter der Digitalisierung und im Zeitalter von Zielgruppen, die immer schwerer zu fassen sind, eine große Herausforderung, der wir uns gerne stellen. Nun kommen wir zu ein paar organisatorischen Aspekten. Wenn Sie kennenlernen möchten, was wir zurzeit machen, dann kommen Sie gerne draußen zu unserem Stand. Natürlich freut sich auch Haufe sehr, Sie an Ihrem Stand zu begrüßen. Und darüber hinaus möchte ich auch auf die Stände unserer drei Kongresspartner noch hinweisen. Ebner Stolz, dieses Jahr das erste Mal dabei, und unsere langjährigen Limbic-Lizenzpartner Mangold und Mangold und Micom sind auch draußen wieder mit einem Stand vertreten. Darüber hinaus, passend zum Thema, dieses Jahr das erste Mal, ein Kongress WLAN für Sie. Gehen Sie vielleicht nicht alle gleichzeitig rein, möglicherweise bricht es dann zusammen, aber das sozusagen für Sie als Service. Und darüber hinaus, wo ich auch noch darauf hinweisen möchte, war letztes Jahr ein großer Erfolg, hat viel Spaß gemacht. Sie können sich wieder verorten lassen, was für ein Limbic-Type bin ich eigentlich? Und dazu einfach bei uns an den Stand gehen, eine kurze Umfrage mitmachen. Danach bekommen Sie dann eine Setcard und wir werden am Ende des heutigen Kongresstages dann kurz das Ergebnis präsentieren, möglicherweise auch aufzeigen, hat sich die Struktur seit dem letzten Kongress 2017 in irgendeiner Form verändert? Fragezeichen. Das war es schon im Grunde von meiner Seite. Jetzt kommt noch mein letzter Part. Ich darf nun zwei Männer auf die Bühne bieten. Einmal meinen Vorstandskollegen Bernd Werner und Dr. Hans-Georg Heusel. Im Grunde die prägende Persönlichkeit dieses Neuromarketing-Kongresses. Er hat uns hier 10 Jahre lang durch die Moderation geführt. Er hat diesen Kongress konzeptionell maßgeblich mitgeprägt. Von da gesehen einen herzlichen Applaus. Magst du bei mir reinsprechen? Eins, zwei, jetzt geht's. Jetzt geht's. Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen heute eine kleine Geschichte erzählen.
Vor circa 10 Jahren wurde ich von einem großen österreichischen Unternehmen eingeladen zum Thema Markenentwicklung und das Sekretariat hat gesagt, Sie treffen sich, ich habe den Namen etwas verändert, Ihr Ansprechpartner wird bei uns im Hause der Herr Meier Junior sein. Also bin ich nach Österreich gefahren, habe mich also in der Rezeption gemeldet, war in dem Unternehmen drin, da hat man schon gesehen, die Spinnenweben hingen schon so ein bisschen an der Decke, das war schon alles etwas in die Jahre gekommen. Und dann kam ein älterer Herr auf mich zu, so in meinem Alter, 67, ich glaube 70 Jahre, habe ich gesagt, guten Tag, mein Name ist Häusel, ich bin mit Ihrem Sohn verabredet, dem Herrn Meier Junior. Und da hat er mich angeguckt, hat gesagt, ich bin der Herr Meier Junior. Es gibt oben im Stock noch einen Herrn Meier Senior, der ist 89 und der führt eigentlich die Geschäfte in unserem Unternehmen. Und da ist mir klar geworden, so weit soll es bei mir nie kommen. Vergiss niemals, wann du aufhörst, um Jüngeren Platz zu machen. Und ich habe mir gedacht, dass eigentlich nach dem 10. Neuromarketing-Kongress es Zeit wäre, einfach mal ein bisschen zurückzutreten und, wie soll man sagen, das Zepter weiterzureichen. Und das Tolle ist, ich habe ja auch in der Gruppe Nymphenburg, da bin ich auch mit 60 aus dem Vorstand aus dem gleichen Grund herausgegangen, einen super Nachfolger gefunden, das ist der Bernd Werner, man glaubt es nicht, das ist er hier. Und ganz wichtig dabei, auch er hat sich verstärkt im fachlichen Bereich, aber was da alles passiert, das erzählt er Ihnen selber. Ich finde es ganz, ganz super, dass Sie heute wieder beim Neuromarketing-Kongress dabei sind und es erfüllt einen natürlich schon mit Stolz, wenn man sieht, was aus der Idee geworden ist, dass das jetzt schon der 11. Kongress ist und ich möchte einfach mich bei Haufe super bedanken für die tolle Zusammenarbeit, nicht nur in den Büchern, die wir gemeinsam machen, da sind wir schon seit über 20 Jahren zusammen, sondern auch mit dem Kongress, beim Team der Gruppe Nymphenburg, das immer super den Kongress organisiert hat und ich muss sagen, ich gehe richtig mit Freude von der Bühne, weil jetzt kann ich mal in Ruhe heute den ganzen Tag das Käferbuffet genießen. So, und die Arbeit macht jetzt der Bernd Werner. Bernd, du bist dran. Ja, vielen Dank. Moment. So schnell lassen wir den natürlich nicht von der Bühne, also auch nochmal vielen Dank von unserer Seite, du hast uns immer inspiriert. Im Vorstand, als du noch aktiv bei uns warst und im Zweiergespräch, ich kann das jetzt mal laut verraten, das nimmst du mir nicht krumm, hast du ja gesagt, und dann dürft ihr mich im Rollstuhl von der Bühne schieben. Wir haben keinen Rollstuhl organisiert, aber wir haben was Ähnliches, was auch ein Fortbewegungsmittel ist für dich. Wir wissen, wir kennen dich ja, du bist ja kein großer Blumenfreund, normalerweise gibt es sehr große Blumensträuße zu solchen Anlässen. Ich zeige das gerne mal Ihnen, das sind Laufschuhe. Der Jockel, wie wir sagen dürfen, der Dr. Hans-Georg Häusel, wir haben für dich Laufschuhe besorgt, weil die haben einen hohen Verschleiß und es tut uns sehr, sehr leid. Ich muss um Entschuldigung bitten, die sind schwarz. Normalerweise sind die bei Ihnen pink, neongrün oder orange. Und die gab es aber nicht mehr in der Größe. Also Jockel, verzeih uns bitte, dass wir schwarze Schuhe besorgt haben, aber stell sie dir vor, wir haben eine rote Schleife drauf. Vielleicht ist das dann für dich der kleine Ausgleich. Super. Vielen, vielen Dank für die Vorbereitung. Ich freue mich, übernehmen zu dürfen. Ja, jetzt habe ich den Staffelstab dankend angenommen und schon kommen hausmeisterliche Tätigkeiten. Ich muss kurz darauf hinweisen, wir haben ein paar krankheitsbedingte Änderungen. Der Professor Weber fällt leider aus, krankheitsbedingt. Wir haben aber einen sehr renommierten, sehr guten Ersatz gefunden, den Professor Christian Montag. Der wird uns den Homo Digitalis vermessen. Das heißt, wir werden den Slot nach dem Professor Spitzer mit dem Professor Montag hören. Und der Chris Boos hat uns auch kurzfristig absagen müssen. Dafür kommt sein enger Mitarbeiter, der Dirk van Vliet. Und das Thema ist dasselbe. Er übernimmt den Vortrag. Das ist ein enger Kollege von ihm. Das heißt, mit diesen beiden Änderungen starten wir in das Programm heute. Und wir haben ja einiges Neues. Wir müssen ja versuchen, auch nochmal einen eigenen Fußabdruck zu setzen, lieber Jockel. Du hast das alles super gemacht. Wir sind immer größer geworden. Wir sind heute fast ausverkauft. Was wir heute erstmalig anbieten, sind Breakout-Sessions. Sie sehen es in dem Programm. Diese Breakout-Sessions sind mit einem klaren Handelsfokus, weil wir ja auch neben der Markenberatung und der Marketingberatung eine Handelsberatung sind. Das sind eigentlich unsere Wurzeln. Deswegen finden Sie nach der Mittagspause in den Räumlichkeiten ziemlich direkt über uns 2 Vorträge, wo wir einen klaren Handelsfokus setzen werden. Unter anderem werden Sie dort Paul wiedersehen. Ich weiß nicht, ob Sie ihm schon guten Tag sagen konnten heute. Er stand kurz im Eingang.
Und der Paul wird da sein. Paul ist der Service-Roboter, der oben nochmal in Aktion gezeigt wird und auch nochmal ein Case gezeigt wird. Wir werden wieder eine Twitter-Wall haben. Draußen können Sie die Tweets nachverfolgen. Bitte zwitschern Sie fröhlich, teilen Sie das. Wir sind ein Kongress, wo es um Digitalisierung geht. Wir würden uns freuen, wenn die digitalen Medien auch genutzt werden. Und das Letzte ist das Thema Fragen. Stellen Sie uns gerne Ihre Fragen. Wer sich nicht traut in dem Auditorium, wir haben zwei Möglichkeiten, über Twitter und über Facebook und unter der Adresse, die heißt neuromarketing-wissen.de/kontakt. Da können Sie Fragen stellen, die werden redaktionell betreut und kommen dann nach jedem Referent zu uns auf die Bühne. Soweit das Organisatorische. Jetzt darf ich Sie kurz ins Thema einführen und natürlich noch herzliche Begrüßung hat der Kollege Ott schon gemacht. Worum geht es uns heute? Wir sind im 11. Neuromarketing-Kongress und der Titel Highway to Brain, der hat natürlich einen Sinn, weil es dreht sich um eines der meistdiskutiertesten Themen, nämlich das Thema Digitalisierung, Wirtschaft und digitale Medien, Innovation. Und das Thema KI oder AR oder VR, das ist etwas, dem man sich heute gar nicht mehr entziehen kann. Sie kommen gar nicht mehr drum rum. Wenn man heute das Thema Digitalisierung googelt, kommt man auf 13,7 Millionen Treffer. Das ist eine ganze Menge. Sucht man AR für Augmented Reality, kommt man immerhin noch auf 3,8 Millionen Treffer. Und ich gebe Ihnen mal einen Vergleich. Fußball-Weltmeisterschaft, wenn man das googelt, kommt man auf 2,3 Millionen Treffer. Das heißt, die Digitalisierung hängt das klar ab und das sogar im Jahr der Weltmeisterschaft, die bald kommen wird. Um die Wirkung von Digitalisierung auf den Menschen aber besser verstehen zu können, müssen wir erstmal verstehen, wie wir als Menschen funktionieren. Das heißt, wie ticken wir eigentlich oder was passiert bei uns? Und der Mensch entscheidet eben zu Großteil unbewusst, aber immer emotional begründet. Und diese Entscheidung findet in unserem Gehirn statt. Diese emotionale Bewertung findet dort statt. Und um eben zu verstehen, welchen Impact die Digitalisierung auf uns hat, müssen wir verstehen, was im Gehirn passiert und was sich unter Umständen auch vielleicht im Gehirn verändert oder warum es sich verändert. Und die Frage, die wir uns da stellen, ist, warum sollte sich denn etwas verändern? Wir haben seit 100.000 Jahren, die Menschen gibt es durch Millionen, aber über Millionen Jahre haben sich wenige Gene verändert im Genpool vom Schimpansen zu uns. Und in den letzten Tausenden von Jahren hat sich auch nicht viel verändert. Warum sollte sich heute etwas verändern? Und die Antwort bekommen Sie hier. Die Lebensumstände von uns verändern sich rasant. Was Sie hier sehen, ist ein extremer Anstieg in den letzten, ich sage mal, 50 Jahren oder auch, wenn wir uns das in den letzten 10 Jahren anschauen, die Welt dreht sich immer schneller. Wir hatten noch nie so einen dynamischen Entwicklungsprozess. Und wenn wir uns eben diese Entwicklung mal anschauen, im letzten Ende dieser Kurve, dann sehen Sie, wie immer schneller oder gefühlt immer schneller sich dieses Rad dreht. Und wenn wir uns das mal anschauen, ich zeige Ihnen mal, was ich damit meine. Wer im Saal, vielleicht kurz Handzeichen, kann sich noch an diese lustigen Scheiben erinnern? Mhm. Interessant, weil das sind doch ganz viele. Also wir sind nicht nur die Jungen hier. Für die, die es nicht kennen, das ist eine sogenannte Floppy Disk. Diese Floppy Disk ist ein Speichermedium. Mein erstes Speichermedium am Computer war ein Datasette. Das war ein Kassettenrekorder, der angeschlossen war. Einige nicken, die kennen das noch. VC20 sagt den wenigsten etwas. Das ist gefühlt gar nicht so lange her. Ich gucke Sie mal an, also es war eigentlich erst vorgestern. Diese Floppy-Disk hat einen Speicher, und jetzt setzen Sie sich hin, also Sie sitzen schon, 256 Kilobyte gingen da drauf. Wahnsinn. 256 Kilobyte, wenn Sie clever waren, haben Sie einen kleinen Locher sich besorgt, haben das geklipst und konnten es umdrehen, und dann haben Sie nochmal 256 Kilobyte gehabt. Das ist also schon ein enormes Ding. Das ist der Stick, den Sie heute kennen, da passen bis zu 2 Terabyte drauf. Ich setze es Ihnen mal ins Verhältnis, das sind 524.000 Floppy-Disks. Stellen Sie sich mal 524.000 Floppy-Disks übereinander auf und das haben wir mittlerweile in diesen kleinen Sticks drin. Also diese rasante Entwicklung ist da, aber wir können als Mensch eigentlich gar nicht richtig Schritt halten. Wir haben manchmal das Gefühl, das geht zu schnell und wir Menschen ändern uns auch nicht und unsere Grundbedürfnisse ändern sich auch nicht, zumindest nicht in dem Zeitmaß. Das heißt, unsere emotionalen und kognitiven Strukturen bleiben eigentlich gleich. Und vor diesem Hintergrund wollen wir heute einen Blick auf die moderne Technologie werfen. Was macht das mit uns Menschen? Und was ist heute überhaupt technologisch alles möglich? Und die Frage ist dann, ist alles, was möglich ist, auch sinnvoll?
Und ich zeige Ihnen mal eine Erfindung. Sie sehen, das war schon früher so, dass nicht alle Erfindungen wirklich schlau waren. So auf den ersten Blick denkt man, oh, eine super Idee, da muss man das Bein nicht heben und kann ganz bequem einsteigen. Also die, ich sage es Ihnen mal, rein kommen Sie super. Raus ist ein bisschen schwieriger. Das ist vielleicht der Grund, warum sich das nicht so durchgesetzt hat. Also es gibt auch Erfindungen, die nicht wirklich sinnvoll sind. Aber die Frage ist, was macht die technologische Entwicklung mit uns als Menschen? Und was bewirkt das in uns? Ich habe es paradoxe Facetten genannt, zusammengefasst. Das erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich hoffe, dass der ein oder andere Redner diese Facetten vielleicht in seinem Vortrag auch nochmal genauer beleuchtet. Und das Erste ist, wir waren noch nie so vernetzt wie heute und wir waren auch noch nie so einsam wie heute. Wir haben tausende Freunde in der virtuellen Welt, aber sitzen trotzdem alleine zu Hause und fühlen uns nicht wirklich im sozialen Netzwerk eingebunden. Wir hatten noch nie so viele Hilfsmittel und Helferlein und wir waren auch noch nie so hilflos wie heute. Also die Überforderung, die kann man teilweise messen, die kann man spüren. Wir haben eine Fülle an Optionen, die uns total überfordert. Und wir waren noch nie so technologisiert, wir sind noch nie so weit gewesen in der Technologie und wir stehen scheinbar doch erst am Anfang, weil wir immer wieder feststellen, das ist erst der Anfang von einer neuen Tür, also ein neuer Raum, der sich öffnet. Und die letzte Facette, die ich Ihnen mitbringen will, ist, wir haben noch nie so viel nachdenken müssen, ohne vorzudenken. Was meinen wir damit? Nachdenken heißt, wir mussten uns noch nie so viel Gedanken über Wirkungen, Auswirkungen von Technologien, von Entwicklungen machen, die man vielleicht hätte voraussehen können. Das heißt, wir denken eigentlich noch nicht genug voraus, was wird denn passieren, wenn wir das und das machen. Das heißt, wir haben heute viel damit zu tun, Dinge aufzuräumen, die viel, viel früher entstanden sind. Die Frage am Ende ist, erreichen wir mit der Technologie, die wir haben, wir sind ein Neuromarketing-Kongress, ich persönlich stehe auch eher für die Umsetzungsseite, Sie werden gleich noch einen Part kennenlernen auf der Bühne, der dann diese wissenschaftliche Seite heute besser abdecken wird. Die Frage ist, erreiche ich denn Menschen über die neuen Technologien gut oder besser als vorher? Und der Maßstab gut ist eigentlich, ist es relevant für die Menschen oder beantworte ich eine Frage, die gar keiner gestellt hat? Ist das eine Technologie, die man eigentlich gar nicht wirklich braucht, die keinen Nutzen stiftet? Und ich habe eben gesagt, erreichen wir die Menschen? Und dann ist die nächste Frage, sind alle Menschen gleich? Und hier kommen wieder Zielgruppen ins Spiel. Wir haben es eben schon gehört, der Sören Ott hat Ihnen gesagt, Sie können sich typologisieren lassen, wie wir es nennen. Sie können sich als Limbic Type identifizieren. Und ich mache mal ein Beispiel mit dem Limbic Type Hedonist. Der wird Alexa freudestrahlend in jedem Zimmer seiner Wohnung mehrfach täglich einsetzen und wird mit ihr auch vielleicht mal kleine Spielchen spielen, wird sie was fragen, Alexa antwortet. Und dann gibt es aber andere Menschen, nehmen wir mal einen Traditionalist als Gegenbeispiel, der wird dafür sorgen, dass Alexa nie einen Fuß, einen virtuellen Fuß über die Schwelle seines Hauses setzen wird. Denn ich zitiere mal aus einem Artikel, ganz aktuell, gestern erst gesehen, aus der Zeit Online, in der Alexa nämlich als neugieriges, vorlautes, neunmal kluges und geschwätziges Lauschangriffsdöschen bezeichnet wird. Das ist etwas, was der Traditionalist absolut unterschreiben wird. Und andere Zielgruppen werden sagen, so ein Quatsch, das erleichtert mir das Leben. Alexa bestellt mir die Butter, wenn sie aus ist. Und der Kühlschrank weiß vielleicht auch, wenn die Milch nicht mehr da ist. Die Frage ist also, wo geht die Reise hin? Wie werden wir uns weiterentwickeln? Und diese Betrachtung der Technologie, was ist möglich, was kommt, was ist heute schon da, das wollen wir im bewährten Format machen. Heute am Vormittag haben wir drei renommierte Redner gewinnen können, die das Thema aus einer sehr wissenschaftlichen Seite beleuchten wollen. Und am Nachmittag wollen wir dann den Fokus mehr auf den Praxisbezug legen. Und um das gut machen zu können, heute Vormittag Wissenschaft, heute Nachmittag die Praxis, habe ich mir Verstärkung geholt. Ich darf Herrn Professor Damian Läger auf die Bühne bitten. Das ist, wenn Sie so wollen, die Verkörperung der wissenschaftlichen Kompetenz an meiner Seite. Ich bin ja nur Aushilfspsychologe, ich habe es im Nebenfach studieren dürfen. Herr Professor Läger, Sie sind studierter, promovierter, habilitierter Psychologe und er wird uns zur Seite stehen. Er wird die Redner ein bisschen ins Kreuzverhör nehmen nachher. Und ich habe noch eine zweite Person, die ich vorstellen darf, die Frau Sandra Spier. Die Frau Sandra Spier ist unsere bewährte Kraft, unsere Redakteurin. Bei der Dame laufen alle ihre Fragen auf, die sie über Twitter, Facebook, über die E-Mail-Adresse stellen. Sie werden die sichten, zusammenfassen. Bitte stellen Sie fleißig Fragen. Die Frau Spier freut sich auf Arbeit.